Heute basteln wir mal ein Muscle Car, ein weiteres Fahrzeug für unsere Straßen, damit die dann langsam ja auch wieder ein bisschen befüllt werden. Von daher schnappen wir gleich unsere Zündschlüssel und dann geht's los und basteln unser neues Auto für unsere Stadt. Für unser Muscle Car holen wir uns jetzt erstmal ein bisschen Schwarzbeton raus, Steinknöpfe, tiefer Schiefer Fliesen einmal, eine Eisenfalltür, denn Purpurtreppe, davon die Stufe, violetten Beton, glatte Quarztreppen, davon bitte nochmal die Stufe. Wir legen erstmal los mit den Rädern. Zwei nebeneinander, am besten einen Block Abstand lassen. Dann setzen wir gleich hier einmal unsere Felgen mit den Knöpfen hin. Den Unterboden von unserem Auto, da setzen wir erstmal hier zwischen so drei Stufen hin. Dann gehen wir hier auf der einen Seite nochmal eine weite Reihe hin. Gleich auf eine Dreierbreite und auf eine Fünferlänge. Also fünf Stufen hier so einmal hin. Andere Seite hinterher ziehen, die Mitte einmal ausfüllen. Ganz hinten nochmal drei weitere Stufen einmal platzieren. Dann setzt sie hier wieder unsere Räder einmal hin. Knöpfe gleich an die Seite einmal ran. Und ja, hinterm Rad setzen wir nochmal eine weitere Stufenreihe. Okay. Dann kommt unsere Eisenfalltür zum Einsatz. Hinten einmal hier an der Seite platzieren und vor den Rädern vorne auch nochmal platzieren. Jetzt nehmen wir unseren violetten Beton. Ihr könnt vorne drei Blöcke platzieren. An der Seite hier bei den fünf gleich fünf rauf. In der Mitte hier einen hin. Hinten hier können wir einmal zumachen. Und wieder auf der anderen Seite bei den Fünfer auch nochmal hin. So, zack, Mitte einmal hin. Hier hinten lasst ihr das so frei, wie es ist. Dann kommen jetzt unsere Purpurtreppen zum Einsatz. Vorne einmal so zum Block hin einmal setzen. Dahinter eine Stufe hin. Und eine Treppe an den Block hier vorne einmal ran. So, auf der anderen Seite genauso. Bei dem Hinterrad hier setzen wir jetzt über unseren Rad eine Stufe hin. Da einfach eine umgedrehte Treppe hin. Und auf der Eisenfalltür eine normale Treppe, die natürlich hier auf die Innenseite einmal guckt. So, eine Seite hier in der Mitte. Um die Treppe und da eine Stufe hin. Wir haben natürlich jetzt hier dazwischen noch ein Loch frei. Da setzen wir einmal unseren Block hin. Dann kommen schon unsere Quarzsand zum Einsatz. Das heißt, hier vorne setzen wir eine Stufe hin. Treppe. Darauf nochmal Stufenreihe. Und hier an der Seite einfach nochmal mit den Quarzstufen einen Block hier einmal formen. Oh, jetzt habe ich hier ein Loch gehauen. Das stopfe ich nochmal. So. Um das Muscle Car weiterzubauen, holen wir uns jetzt einfach mal unsichtbare Blöcke. Ihr könnt auch gerne Faden oder sowas nehmen. Dann holen wir uns noch Akazienholztreppen einmal raus. Grauer Teppich, türkiser Teppich, violetter Teppich begleitet uns. Dann holen wir uns noch Stoppeltrakhaken einmal raus. Einen Hebel. Am besten Skelettköpfe holt ihr euch noch raus. Und dann einen Schmelzofen. Ihr könnt auch gerne einen Ofen nehmen, wie ihr möchtet. Ich starte vorne bei unserem Auto. Wir setzen hier erstmal den Motorblock einmal rein. Dafür nehmen wir natürlich unseren Schmelzofen. An der Seite können wir natürlich gerne noch ein paar Türgriffe anbringen. Dafür sind Stoppeltrakhaken ganz gut geeignet. Ich hätte auch gerne noch, würde ich mal sagen, ein paar Seitenspiegel. Dafür nehme ich jetzt hier einfach mal ein paar Blöcke, setze darauf dann hier meine Schädel hin und darunter einfach einen Hebel. So, an der Seite genauso, der Hebel ran. Okay, wenn wir das haben, kommen wir jetzt zum Innenraum von unserem Auto. Hier setzen wir natürlich ein paar Sitze rein. Oh, man könnte auch noch Teppich machen, wenn man möchte. Halt, hier vorne würde ich nochmal sagen, erweitern wir das nochmal um eine Blockreihe. Da fällt mir gerade auf, wir können ja gar nicht weiterbauen ohne ein paar Glasscheiben. Also setzen wir die jetzt hier einfach mal noch ein bisschen dazwischen hin. Dann können wir jetzt auch anfangen. So. Dann nehme ich jetzt mal ein paar Blöcke, die ich hier dazwischen mache. Unser Dach jetzt natürlich auch so fertig zu ziehen. Das heißt, wir nehmen jetzt noch ein paar Farben raus. Ich nehme jetzt einfach mal türkisen Teppich, um hier so einen kleinen Relichstreifen nochmal zu basteln. Den ziehe ich mir natürlich auf unser Dach natürlich auch nochmal rauf, bis nach hinten weg. Und an der Seite hier setze ich mir dann einfach meinen violetten Teppich hin. So, schön nach vorne weg. So, man könnte natürlich vorne noch sich ein paar Scheinwerfer machen. Gegenstandsrahmen, dann nehme ich natürlich noch gelbes Glas. Auf der Rückseite machen wir natürlich noch ein paar Bremslichter hin. Dafür nehmen wir natürlich hier einmal rote Glasscheiben. Und dann könnte man noch einen Auspuff sich basteln mit ein bisschen Zauntor. Wir sind wieder am Ende des Videos angelangt. Jetzt haben wir ein neues Auto auf unserer Straße. Du kannst natürlich noch gerne oben in der Infobox schauen. Da gibt es noch weitere tolle Videos. Oder abonniert gleich den Kanal. Dann bist du mal auf dem laufenden Stand und verpasst in Zukunft gar kein Video mehr. Sonst bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen, wünsche dir natürlich noch einen schönen Tag, bleib gesund, haut's rein und ciao.